Köpfe. Die naturtrübe Radler-Spezialität in der Bügelverschlussflasche. Mönchshof Naturradler. Gibt's übrigens auch alkoholfrei mit garantierten 0,0%. Halb sechs, hier das Neueste aus den Regionen von den Bayern. In eine halbe Meile. Biege rechts ab in Lennenrot. Sagt die Linke in Bayern und startet jetzt eine Petition. Die Linke ist eher für Ganztagsunterricht in der Schule, um Lerndefizite zu beseitigen. Kultusminister Piazzolo hält Hausaufgaben nach wie vor für sinnvoll, auch wenn er als Schüler kein Fan davon war. Stefan Mack, München. Antenne Bayern im Allgäu. Die Bergwacht hat am Tegelberg zwei Wanderer gerettet, die bei winterlichen Verhältnissen nur in Straßenbekleidung und ohne Bergschuhe unterwegs waren. Eine Berlinerin und ihre Begleitung waren im tiefen Schnee nicht mehr weitergekommen. Die Einsatzkräfte sagen mal wieder, bitte nicht ohne Winterausrüstung wandern. In 1000 Fuß. Biege rechts ab. Blitzermarathon ist eigentlich erst morgen. Ein Anwohner hier in Höchstadt konnte es wohl aber nicht abwarten. Er hat zwei selbstgebaute Blitzerattrappen am Gehweg aufgestellt, fast wie bei einer echten Geschwindigkeitskontrolle. Trotzdem hat es die Polizei gemerkt und weil Privatpersonen nicht blitzen dürfen, bekommt er eine Anzeige wegen Amtsanmaßung. Birgit Behringer, Höchstadt. Biege rechts ab in Lennenrot. Das ist verboten. So, das Antenne Bayern-Wetter. Es bleibt beim ja, größtenteils nassen und bewölkten Wetter in Ober- und Niederbayern ein wenig Auflockerung. Da guckt mal kurz die Sonne raus. Kann auch nur in eine halbe Meile. Biege rechts ab in Dario 3. Davon ab. Morgen wird es dann fast durchgehend schön und vor allem mild, 14 bis 21 Grad. Das Wetter präsentiert euch die Therme Bad Wörishofen, das Urlaubs- und Wellnessparadies unter echten Palmen für alle ab 16 Jahren. Und Christian Franz im Antenne Bayern Verkehrszentrum. Ja, und bitte Vorsicht im Gemeindebereich Surberg hier bei Hufschlag. Ein Unfall. Die Landstraße ist hier momentan gesperrt. Pkw und Bus beteiligt. Wenn ihr auf der A3 unterwegs seid, Nürnberg-Würzburg zwischen Wiesentheit und Kitzingen-Schwarzach, hier sind es 9 Kilometer Stau. Ihr braucht 48 Minuten länger noch Bergungsarbeit. In 1000 Fuß. Biege rechts ab. Dann biege links ab. In Fürth in der Heinrich-Stranker-Straße, in Dachau in der Münchner Straße und nach Emplitzer von der Anne. Und zwar Ortsumgehung von Leipheim im Landkreis Günzburg in der 50er-Zone. Dankeschön. Staus und Blitzer kostenlos melden. 0800 994 9000. Antenne Bayern. Biege rechts ab in Dario 3. Dann biege links ab in Christopher 3. Biege links ab in Christopher 3. In 900 Fuß. Biege links ab in Pedic 3. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Why don't we call it love? Biege links ab in Pedic 3. Sing it back to me now. Why don't we call it love? In 800 Fuß. Biege rechts ab in Jason 3. Biege rechts ab in Jason 3. In 800 Fuß. Biege rechts ab in Pendel 3. Dann biege rechts ab. Biege rechts ab in Pendel 3. Dann biege rechts ab in Eugluike Seypike. Sing it back to me now. Why don't we call it love?
biege rechts ab in Oltloje-Gesellfieke. Dann nimm die linke Spur, um links abzubiegen im Cobble Hill Road. Nimm die linke Spur, um links abzubiegen im Cobble Hill Road. In eine halbe Meile. Biege links ab in Lakeview Avenue. In 1000 Fuß. Biege links ab. Biege links ab in Lakeview Avenue. In eine halbe Meile. Biege rechts ab in Parker Street. Being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. In 1000 Fuß, biege rechts ab. Rechts ab in Parker Street. In eine Viertelmeile. Biege links ab in Smithfield Avenue. Feierabend, Antenne Bayern ist bei euch. Wir können es nicht oft genug betonen, euch soll es gut gehen und deswegen kümmern wir uns darum. Der kleine Frühbahnservice aus dem Antenne Bayern Verkehrszentrum. Morgen wird gestreikt bei der Bahn. Biege links ab in Smithfield Avenue. Die Freistadt wird morgen geblitzt, also denkt dran, immer entsprechend so fahren, wie es erlaubt ist. Sonst wird es teuer. Christian Franz aus dem Verkehrszentrum ist bei mir. Es gibt noch weitere Dinge, die morgen beim Blitzermarathon teuer werden könnten. Was dürfen wir auf gar keinen Fall machen? Was Sie wahrscheinlich alle schon mal gemacht haben, und zwar dürfen wir nicht andere Autofahrer mit der Lichthupe warnen, dass da ein Blitzer steht. In eine Viertelmeile. Biege rechts ab in Rocker Street. Mit der Lichthupe dürfen wir nur, das ist jetzt wieder Behördendeutsch, auf Gefahren hinweisen. Und ein Blitzer, das ist halt keine Gefahr. Eher das Gegenteil, werden wir erwischt, dann kostet es 5 Euro. Und richtig teuer wird's, wenn ihr diese Blitzerwarn-Apps benutzt. Ganz wichtig, auch wenn neben euch jemand sitzt, der Beifahrer, Beifahrerin, darf die nicht nutzen. Dazu gab's erst... Biege rechts ab in Rocker Street. Zu
100 Euro. Was allerdings weiterhin geht, ist Antenne Bayern mit den neuesten Live-Blitzern, die ihr bei uns immer zur vollen und zur halben Stunde bekommt. Kostenlos, selbstverständlich. Schönen Feierabend euch mit der neuen Single von Michael Schulte. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid.